Hallo zusammen. Erstmal noch allen ein frohes neues Jahr, das hoffentlich dann auch besser und stressfreier wird als das hinter uns liegende. Ja, und wir sind leider ja schon wieder zurück aus New York. War ja nur so ein spontaner Kurztrip in diesem Sinne. Und ich hatte ja gesagt, ich werde dann sicher auch noch Videos hochladen zu der New York-Reise. Und ich mache es heute mal umgekehrt, im Gegensatz zu dem, wie ich es bei der Domrep-Reise gemacht habe. Da habe ich ja erst so ein bisschen das Impressionen-Video gezeigt. Wie war es da überhaupt? Wie sah es da aus? Wie schön Seiten, Strände und. Jetzt bei New York mache ich es eben umgekehrt. Ich fange also mit dem Video an, wo ich ein bisschen erzähle, wie war es denn da überhaupt? Vor aller Dingen eben vorwiegend in Bezug auf die Corona-Regeln und Corona-Lage. Weil wenn ihr so in der deutschen Presse mal nachlest, nachhört, wie auch immer, was so in den letzten Wochen alles über die USA und ganz im speziellen New York kam, dann könnte man hier denken, oh Gott, New York versinkt im Chaos, die Infrastruktur ist kurz vorm Kollaps, wahrscheinlich alles ganz schlimm, alle liegen nur in Krankenhäusern oder zu Hause in Quarantäne, was auch immer. Und es war auch schon zu lesen, dass dort die Maßnahmen wieder ganz arg verschärft werden soll, werden oder wurden, wie auch immer. Manche haben schon geschrieben, wurden wieder schärfere Maßnahmen, andere schreiben, sind geplant, was auch immer. Ja, und darum wollte ich mal erzählen, wie es denn wirklich so ist, weil es ist doch immer besser, man ist vor Ort und kann sich selber überzeugen, bevor man dem glaubt, was hier alles so in der Presse steht, beziehungsweise wie es auch teilweise aufgebauscht wird. Ja, und so viel spoilere ich jetzt vorweg. Wir haben kein brachliegendes New York erlebt, sondern ganz im Gegenteil, das pralle Leben und was da an Corona-Regeln herrscht, wie wir das empfunden haben und so weiter, das verrate ich euch jetzt. Ja, die ersten Regeln erwarten euch schon, wenn ihr einreisen möchtet. Denn bevor ihr das überhaupt könnt, ist es so, dass die USA eine vollständige Covid-19-Impfung verlangt. Das heißt, ihr müsst vollständig geimpft sein. Das bedeutet zwei Impfungen. Also der Booster ist da nicht Voraussetzung. Oder eben, wenn ihr mit Johnson & Johnson geimpft seid, dann reicht die eine Impfung. Im Moment auch ganz egal, wie lange das schon her ist. So, also das müsst ihr sein. Ferner braucht ihr einen Nachweis, einen aktuellen Testnachweis. Der darf nur am Tag vor dem Abflug gemacht worden sein, also nicht älter. Es ist dabei aber jetzt keine Voraussetzung, dass ihr einen teuren PCR-Test macht, sondern ihr könnt ganz normal einen Antigentest machen. In der Apotheke, im Testzentrum, wie auch immer. Wir persönlich hatten das hier online gemacht mit so einer Videoschalte, so wo wir das dann machen mussten, während da einer dann zugeguckt hat, der das dann überprüft hat, dass das auch alles seine Richtigkeit hat und haben das Zertifikat dann bekommen. Ja, das braucht ihr. Und dann muss noch so ein Formular ausgefüllt werden, wo ihr quasi nochmal so ein paar Fragen oder nochmal so ein paar Bestätigungen abgibt, dass ihr eben geimpft seid oder wenn ihr es nicht seid, dass ihr den entsprechenden Nachweis habt, dass ihr zu dem Personenkreis gehört, die auch so einreisen dürfen und. So, das ist jetzt nicht weiter wild, es ist nur ein riesen Formular gewesen mit mehreren Zetteln und alles auf Englisch, aber das kriegt man ganz schnell hin. Wenn ihr die Sachen habt, könnt ihr ganz problemlos mit eurem normalen Reisepass und natürlich, wenn euer ESTA bewilligt wurde, einreisen, wie auch schon vor Corona-Zeiten. Am Flughafen selber, also als wir dann am JFK-Flughafen angekommen sind, wurde jetzt nicht mehr groß was überprüft, außer eben der Reisepass. Man wurde dann gefragt, warum man in New York ist, wie lange man bleibt, ob man noch Bargeld dabei hat und wenn ja, wie viel, beziehungsweise wie viel Bargeld man hatte. So, und das war's schon. Ja, und auch schon am Flughafen merkt man, es ist genauso ein Treiben gewesen wie 2018, als wir da waren. Ich habe jetzt da keinen großen Unterschied gemerkt, wenn jetzt nicht jeder seine Maske aufgehabt hätte, denn Maskenpflicht herrscht dort natürlich schon, also im Flughafengebäude, das müsst ihr tragen. So, aber ansonsten war alles auch wie 2018. Gewuselt, viele Leute, es wollten viele rein. Ja, und dann vom Flughafengebäude standen massig von den berühmten gelben Taxen. Wir hatten also überhaupt kein Problem, sofort ein Taxi zu bekommen. Ja, und sind dann zu unserem Hotel. Da gab es dann eine böse Überraschung. Das Hotel gab es quasi so gar nicht mehr. Das war zu. Das hat uns dann irgendwann mal jemand, nachdem wir da mehrfach geguckt, geklopft, getan hatten, hat Hausmeister was auch immer gesagt. Ja, und dann mussten wir uns halt erstmal um ein neues Hotel kümmern. Hat dann aber letztendlich geklappt. Von daher soll ja jetzt auch nicht so groß interessieren, sondern es geht ja jetzt eigentlich um die Corona-Lage, um Corona-Regeln. Ja, und dann, das wie gesagt, hat super geklappt und wir sind dann mit der U-Bahn Richtung Manhattan rein und dann erstmal ein bisschen das Weihnachtliche New York, denn da ist ja alles noch weihnachtlich, es steht noch alles, die Beleuchtung ist noch da und. Uns angeguckt und natürlich auch zum Rockefeller Center, wo der berühmte Christmas Tree steht, der ganz große, mit der Eisfläche und den ganzen schönen, ja, diesen großen Engeln, wenn ihr darauf zugeht, die das flanieren dort an dem Brunnen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe spaßeshalber zu meinem Mann gesagt, oh mein Gott, wenn man Karl Lauterbach hier aussetzen würde jetzt, hier an diesem Ort, der würde wahrscheinlich
Vor Schreck und Panik würde der fluchtartig irgendwie schauen, dass er da wegkommt, denn es war proppevoll. Man hatte das Gefühl, die ganze Welt war in New York. Es war so, wie ich es mir immer vorgestellt habe, weil man weiß ja, dass es da so zu den Zeiten sehr, sehr voll ist. Ja, und von daher, Maske, ja, wer wollte, trug sie, wer nicht, der trug sie nicht, weil dort im Freien war jetzt keine Maskenpflicht. Es tragen da sehr viele Maske, muss man dazu sagen, aber es waren auch genügend, die das nicht gemacht haben, auch auf der Eisfläche ohne Maske gelaufen sind, andere sind mit. Eigentlich das, was ich mir für hier wünsche, dass jeder mal entscheiden kann, wie er es machen möchte. Auf unserem Weihnachtsmarkt sollte ich zu meinem 2G-Nachweis noch einen Test vorzeigen und ich hätte noch Maske tragen müssen, FFP2-Maske wohlgemerkt. Also den Weihnachtsmarkt hier habe ich mir gespart. Das Erlebnis vom Weihnachtsbaum war toll. Also wie gesagt, es war gewuselt, alles war fröhlich, es war locker, es war nichts zu sehen von irgendwelcher Panik oder jeder ist da in Angst oder sowas oder es ist alles ganz schlimm. Nö, die haben ihr Leben genossen. Also es war genial. Also das war wirklich so ein Moment, wo man gesehen hat, da interessiert das in Anführungsstrichen kein. Natürlich sind auch da ein paar Vorgaben, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt oder generell öffentliche Verkehrsmittel nehmt, auch die Staten Island Ferry benutzt, dann müsst ihr eine Maske tragen. Aber auch da ist es nicht so reglementiert wie hier. Es ist nämlich egal, was ihr für eine Maske tragt, ob Stoffmaske, FFP2, medizinisch, ob ihr nur so ein Tuch vor den Mund macht, das bleibt euch überlassen. Ihr müsst halt nur Mund und Nase bedeckt haben mit dem Tuch, Schal, Maske, wie auch immer. Also es ist eine Maskenpflicht so gesehen in den Bereichen. Das war es dann aber auch quasi schon. Was so an der Maskenpflicht ist. In den Geschäften ist es so, es besteht laut dem, was wir nachgelesen haben, nicht die Maskenpflicht, die also von der Regierung beschlossen ist in den Geschäften, aber sehr viele Geschäfte. In den meisten Läden war trotzdem vorne wirklich, dass eine Maskenpflicht bestand, dass du eine Maske aufhaben musstest. Aber auch da, nichts im Vergleich zu hier in Niedersachsen, muss ich jetzt wieder im Supermarkt sogar die FFP2-Maske aufmachen. Da war das in New York ein Klacks, vor allen Dingen, weil es ja viel Schönes zu sehen gibt. So, das war also so weitestgehend jetzt erstmal das, was in Bezug auf Maskenpflicht zu sagen ist oder eben auch, wie es so an den öffentlichen Plätzen ausschaut. Ja, und jetzt gucken wir doch noch mal ein bisschen weiter. Ja, hier war ja auch überall zu lesen, es finden keine Musicals statt wieder. Wäre das schon wieder abgesagt, weil eben gar keine Leute da sind und und. Es ist richtig, dass so das eine oder andere Musical oder einige Vorstellungen mal abgesagt werden mussten, weil zu viele Leute in Quarantäne dann waren, beziehungsweise dann Mitarbeiter oder auch das Ensemble fehlte. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt gesagt wurde, da so, ihr müsst jetzt alles wieder dicht machen, weil es ist Omikron da. So wie hier teilweise, wo wieder etwas nicht mehr stattfinden darf oder sonst was. Und als wir da lang liefen, man wurde angesprochen, ob man in dieses Musical gehen will, in jenes, ne, Comedy-Veranstaltung, die wir hätten besuchen können, da wird man ja dann auch, möchten Sie und hier und dies. Also da war überall was möglich, ne? Ob jetzt wirklich das eine oder andere Musical da jetzt mal einen Abend ausgefallen wäre oder so, das weiß ich jetzt nicht, weil wir haben jetzt natürlich nicht nach jedem geguckt, weil wir auch die Zeit für ein Musical nicht eingerechnet haben, aber es ist halt aufgefallen, auch dass die Leute ins Theater gingen. Wir sind da lang gelaufen am New Amsterdam Theater, wo Aladdin läuft. Da waren wir ja 2018 selber und haben uns das angeguckt. Und da waren auch alles, es war voll, es standen die Leute an, weil dann die Vorstellung losging. Also was auch immer man uns hier verkaufen möchte, es ist zumindest nicht ganz richtig recherchiert, wie man es hier teilweise erzählt, schreibt, wie auch immer. Sondern ihr könnt da ganz normal in die Musicals gehen, werden alle veranstaltet, auch sonstige Sachen. So, Times Square war auch mega, mega voll. Es war überall Menschenmassen und es waren die Vorbereitungen, es liefen die Proben für die große Silvesterparty da. Von daher auch da nichts großartig gemerkt, dass da irgendwie was anders wäre, als es 2018 war. Ja, die Silvesterfete, das ist ja auch noch was. Während man ja hier, ich habe schon gehört, ich habe das selber nicht mitbekommen, weil wir ja nicht da waren, am Brandenburger Tor wohl alles abgeriegelt hat, dass dann nicht mal welche auf die Idee kommen, irgendwas zu gucken, weil die wohl von da wieder ein paar Künstler Live-Auftritte irgendwie an den TV gesendet haben. Sehr toll, haha, zu Hause auf der Couch, hat man viel von. So, war es in New York so, also diese Riesenparty am Times Square, die war nicht abgesagt. Ja, es war reglementiert, es wurde also. Wurden jetzt weniger Leute draufgelassen, es war also eine begrenzte Teilnehmerzahl und es musste dort ein 2G-Nachweis erbracht werden. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene konnten da teilnehmen. Aber es fand eben statt, mit 15.000 Leuten haben die da gefeiert. Wir selber sind nicht dahin gewesen, nicht weil wir irgendwie Angst hätten oder so, eigentlich hätten wir es gerne gemacht,
Aber wir hatten ja nur so eine kurze Zeit in New York und man musste dann schon sehr, sehr früh dastehen, um die Plätze zu kriegen. Und das haben uns schon viele auch unabhängig von Corona gesagt, lohnt gar nicht so. Ja, ist toll in dem Moment, wenn der Ball da runterkommt, aber die ganze Zeit davor, man steht, man kann meistens ja nirgendwo auf Klo nicht. Also haben wir gesagt, machen wir das nicht. Wir sind dann ja auch später Dyke Heights gefahren, haben uns da die tolle Weihnachtsdeko angeguckt, werde ich sicher auch noch in einem anderen Video mit drin haben und. Aber diese Feier fand statt und wir haben dann auch Videos gesehen davon und so weiter. Es war mega und von daher auch das alles easy. Wir haben ein Feuerwerk gesehen. Also es wurde, wir haben vom Battery Park aus geguckt, ganz toll mit Blick auf die Freiheitsstatue. Als wir dann später in der Nacht zurück nach Brooklyn in unser Hotel sind und da langgelatscht sind, da haben auch welche ganz privat die Raketen und sowas gezündet. Wobei man das wohl in New York auch sowieso nicht so unbedingt macht. In Manhattan ist es ja, glaube ich, grundsätzlich verboten, soweit ich weiß, also nicht jetzt unabhängig von Corona. Das scheint da sowieso nicht so ganz zu sein, wie das hier sonst üblich ist. Von daher haben wir das auch gar nicht so erwartet und haben so gedacht, na, ob das organisierte Feuerwerk wohl stattfindet. Ich glaube, in San Francisco war es. Da hatten wir kurz darauf gelesen, dass das abgesagt wurde oder, ne? Aber in New York hat es halt stattgefunden und wir hatten da wirklich ein richtig schönes Silvester. Nicht ganz so wuselig, weil wir aber auch nicht so die Typen sind, unabhängig von Corona. Wir würden auch nicht ans Brandenburger Tor gehen zu Zeiten, wo da diese Feten waren, weil das einfach nicht so unseres ist, da stundenlang zu stehen. Aber alles war möglich. Ja, und alle haben es genossen. Es war also wirklich herrlich. So. Was ihr noch wissen müsst, wenn ihr in ein Restaurant, in ein Musical, in ein Museum möchtet, dann müsst ihr immer euren Impfpass vorzeigen. Ihr könnt da ganz normal eure CoughPass-App, die man ja hier meistens nutzt, oder diese Luca-App, wo der Covid-Pass, glaube ich, auch drin ist. Also ich habe die CoughPass-App, die kann man da überall zeigen. Da hatten wir auch nirgends Probleme mit, dass da irgendwie sagt, nee, das gilt hier nicht oder so. Nö, das konnte man vorzeigen. Die kontrollieren dann aber gleichzeitig auch noch eben deinen Ausweis. Meistens war es wirklich, dass die gut mal eben drauf geguckt haben. Wir haben es aber auch mal erlebt, das eine da mehr oder weniger. Ich hatte den Ausweis noch gar nicht richtig raus, hat sie mich schon durchgewunken. Also auch da ist es wahrscheinlich so, die einen kontrollieren es stärker, die anderen weniger. Aber stellt euch darauf ein, dass ihr also euren Ausweis und euren Impfnachweis immer dabei haben solltet, wenn ihr unterwegs seid, weil wenn ihr dann spontan mal wo essen wollt oder so, ja, dann müsst ihr euch da mit ausweisen bzw. das nachweisen. Ja, auf war eigentlich so ziemlich alles. Wir haben wenig gesehen, was jetzt irgendwie geschlossen war. Vielleicht mal irgendwo so kleine Läden, wobei man da auch nicht weiß, ist es jetzt wegen Corona, weil die keine Mitarbeiter haben oder sind die schon in der ersten Lockdown-Welle pleite gegangen oder so. Aber in der Regel, ihr könnt dort überall alles finden. Es gibt massig Restaurants, es gibt an jeder Ecke fast Fastfood-Läden. Da solltet ihr aber drauf achten. Wir haben jetzt gemerkt, man konnte fast nirgendwo mehr sitzen in diesen Fastfood-Läden, sei es McDonald's, sei es Burger King oder sowas. Auch Wendy's wollten wir mal rein. Die haben alle ihre Sitzplätze abgesperrt gehabt. Das ist jetzt keine Vorgabe, die die da haben, weil, wie gesagt, man darf ja in den Restaurants drinne essen und so weiter. Nur muss man halt den 2G-Nachweis erbringen und den müssen ja die Mitarbeiter kontrollieren. So in den Fastfood-Ketten und so, ihr kennt das von hier auch, Personal, ja, man spart sowieso schon, dann ist vielleicht der eine oder andere wirklich mal in Quarantäne. So, und ich gehe davon aus, dass die einfach zu wenig Personal haben und von vornherein dann sagen, okay, solange das alles so ist, sperren wir hier die Sitzflächen ab, dann gibt es nur das Takeaway, da brauchen wir nichts kontrollieren und gut ist. Also das solltet ihr einplanen, wenn ihr jetzt sagt, auch mal eben schnell spontan bei McDonald's eine Kleinigkeit eben da sitzen und essen. Oder wir haben es 2018 auch so gemacht, dass wir da dann eben so einen Kaffee getrunken haben und hinsetzen konnten, dann da auch eine Toilette benutzt haben und mal schnell was im WLAN-Netz nachgeguckt haben. So, das geht so im Moment nicht. Wann das vielleicht wieder geändert wird, wer das öffnet oder ob es da auch welche gibt, die vielleicht trotzdem Sitzflächen haben, das kann ich so nicht sagen. Aber wir waren an mehreren Orten und da war es halt wirklich immer so, dass die ganzen Sitzplätze, dass da also so Ketten oder Absperrband vor war und man da nicht sitzen durfte. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon so von dem, was. Ja, was da an Regeln herrscht. Also ich fasse es nochmal zusammen. Ihr müsst für die Einreise geimpft ge oder genesen haben. Ihr braucht genesen sein, genesen haben. Ihr braucht den Antigentest, der nicht älter als einen Tag vor Abflug sein darf. Ja, und natürlich die anderen Formalitäten, die man aber auch so braucht. Ich wollte es jetzt nur auf Corona beschränken. So, vor Ort ist es so, an bestimmten Plätzen, eben vorwiegend auch im öffentlichen Verkehr.
oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln so gesehen, herrscht eine Maskenpflicht. Dabei ist es egal, was ihr für eine Maske tragt, das bleibt euch überlassen. So, für die meisten Indoor-Aktivitäten wie Museen, Musical, Restaurant und so weiter braucht ihr den 2G-Nachweis. Ja, und viele Geschäfte verlangen, obwohl es nicht Pflicht ist, eine Maske, dass ihr die tragt, wenn ihr ins Geschäft geht. Ja, und das war das Gröbste. Alles andere ist einfach, fliegt hin, genießt diese geniale Stadt. Und also ich kann es nur empfehlen, ich kann sagen, wer, ich habe es ja im Domrep-Video schon gesagt, wer einfach mal ein Stück weit Normalität haben will, wobei es in der Domrep ja noch normaler war, der sollte in solche Länder fliegen. Diese Länder, die jetzt da nicht mehr groß Panik verbreiten, sondern sagen, ja, da ist jetzt diese Welle. Ja, und zum Glück passiert da nicht mehr so viel mit, weil es bei den meisten noch harmloser verläuft, bei den Geimpften vielleicht noch sicherer als bei den Ungeimpften, man weiß es ja alles nicht. Da machen wir uns jetzt groß keinen Kopf mehr. Wir passen irgendwo noch mal ein, zwei Maßnahmen an, wie diese Maskenpflicht oder so in bestimmten Bereichen. So, die überlegen ja jetzt in den USA, ob sie die Quarantäneregel anpassen, dass die nicht mehr so lange in Quarantäne müssen. Überlegt man ja hier gerade auch scheinbar. So, und das war's dann auch. Aber ansonsten lebt man da das Leben und hat Spaß. Ja, und das würde ich halt auch jedem von euch raten. Habt einfach Spaß und lasst euch da nicht mehr so verrückt machen, weil das braucht man einfach. So, das war jetzt das Ganze drumherum, die ganzen, ich sag mal, Regeln. Und als nächstes gibt es dann wirklich ein Video, wo ihr dann auch mal ein paar Eindrücke von New York vernünftig sehen könnt, weil das ist ja doch immer viel schöner. Und New York ist einfach eine großartige Stadt. Wir planen schon wieder einen Frühjahrstrip für nächstes Jahr, vielleicht sogar auch noch für dieses Jahr, wenn wir im April vielleicht die Transatlantik doch nicht machen wollen, machen können. Aber das sehen wir dann. Jetzt beflügeln mich immer noch die Eindrücke, die ich jetzt aus New York mitgebracht habe. Ja, und dann wünsche ich euch allen, dass ihr möglichst auch viele schöne Erlebnisse dieses Jahr habt und das ein bisschen mehr genießen könnt als jetzt die letzten Monate. Bis zum nächsten Video sage ich dann erstmal Tschüss und wir hören uns dann.